But can you do it in 8-bit? Bing, 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 bing. Hallo, Freunde. Willkommen zurück. Pokémon Rot. Ja, mit Herr Daro. Und The Alexa Held. Yeet. Ja. Und wir laufen gerade durch ein Höhlenlabyrinth hindurch. Ah, please no Schlaf. Schlaf ist so das Schlimmste. Ich dachte, du magst schlafen. Ja, aber nicht, wenn meine Pokémon schlafen und währenddessen verprügelt werden von einer Blume. Ja, gut. Beziehungsweise von Unkraut. Ja, gut. Das was dran. Da hast du schon recht. Ah, can you please not? Es schläft immer noch. Es schlummert schön, okay? Swante, du kannst da so viel suchen, wie du willst. Da sind keine Kekse mehr drin. Nein, ich suche meine 5 Cent Münze. Ach, die 5 Cent. Nein. Ich glaube, die habe ich da hinten irgendwo hingepackt. Du wirst nach der Folge bezahlt. Mach was, Vogel. Mach was. Score! Alter! Will das Vieh mich eigentlich verarschen? Nein. Das will ich fertig machen. Das ist doch absurd. Das ist Cybermobbing. Wenn man vom Computer, wenn er von einem Pokémon in einem Videospiel gemobbt wird. Ja, das was Miraplaga und auch noch ein Voll. Das ist Mobbing. Das ist die fieseste Form von Mobbing, weil du dich nicht dagegen wehren kannst. Das ist virtuelles Mobbing. Ja, die Frage ist eben wirklich, kann das fiese Verhalten einer fiktiven Videospielfigur gegenüber einem Menschen wirklich als Mobbing gewertet werden? Ja. Bist du dir da sicher? Ja. Die Frage ist, wie will man gegen dieses Mobbing vorgehen? Das Videospiel verbieten. Ja gut, das ist immer eine Methode. Wir verbieten alles. 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 Ah, ich gehe jetzt für Spaghetto. Das ist schon wieder so ein Trainer, der mich richtig fertig macht. Weißt du? Ja, Spaghetto regelt das jetzt aber. Ich hab schon wieder keine Lust, da kannst du weiterspielen. Tschüss. Yeah. Endlich kann ich mal in einem Spiel, in einem von Herr Darius Let's Play auch meine Controller anfassen. Nein, Finger weg, meiner. Es ist meine Wohnung, ich bin Player One. Ready Player One. Ah, ich hab kein Gegengift mehr. Ja, das hast du weggeworfen. Ich hab aber Tränke für Suppe. Ist da jemand müde? Ja. Schwach. Aber ich bin immer noch besser als Suppe, denn Suppe ist eingeschlafen. Ha. Ich bin noch wach. Argumentativ. Definitiv. Ja. Ja. Möchtest du was über Spaßvögel erfahren? Ja, erzähl mir etwas über Spaßvögel. Ja, nee, ich weiß es nicht, der hat es gerade eben gefragt. Also, wow. Ich würde trotzdem gerne etwas über Spaßvögel erfahren. Aber stattdessen setzt er eine Echse ein. Ja, keine Ahnung, ich hatte mal so ein dickes Witzebuch. Okay. Aber ich weiß nicht, wo das ist. Ich hatte auch mal so ein Witzebuch. Du kannst mal schauen, wenn du in mein Schlafzimmer gehst, ja. Gleich rechts ums Eck ist mein Bücherregal. Ja. Und es muss so ein dickes rotes Buch sein. Du kannst mal gucken, ob du das... Ich dachte, du hast nur ein kleines rotes Buch in deinem Regal drin. Ja, es ist so ein... Communism. Nein, es ist tatsächlich ein kleines, recht dickes Buch. Okay. Rotes. Kannst mal gucken, ob du das findest. Flieg nur kurz drüber, wenn ich komm zurück, weil ich. Ja, ich bin so ungern alleine. Ich mag es nicht, alleine zu sein. Da fühlt man sich immer so komisch, wenn man mit seinem Computer spricht. Und. Dabei Videospiele. Nein, es ist ein Fotoalbum! Das ist es nicht! Da fühlt man sich immer so komisch, wenn man mit seinem Computer spricht und Videospiele spielt. Spaßvögel verkleiden sich gerne als Pokémon, was? Das hat der Typ gerade erzählt, der einen Fakt über Spaßvögel erzählen wollte. Ich weiß auch nicht, worauf er hinaus will. Warte, heißt das, die Pokémon, die du da gerade fertig gemacht hast, waren eigentlich
Ja, ich habe gerade statt Pokémons echte Menschen fertig gemacht, die sich als Pokémon verkleidet haben. Oh, ein Kleinstein. Der Sprite in der ersten Generation von Kleinstein sieht schon ziemlich seltsam aus. Können wir bitte darauf hoffen, dass es... Okay, es hat keinen Sturdy. Sehr gut. Wundervoll! Wunderbar, würde Sui Shumaru sagen. Ich gebe auf, du brauchst nicht aufzugeben, du hast schon verloren. Du hast kein kampffähiges Pokémon mehr. Da gibt es nichts aufzugeben. So, und... Schade! Ah, seht ihr, da habe ich mich verlaufen. Ein Möchtegern wie du sollte etwas mehr Respekt zeigen. Hast du mich? Hat der mich? Der hat mich gerade ein Möchtegern genannt. Ja, das hat er. Ich confirme dies. Ah, Alexalt approves. Alexalt is back in the biz. Yay! Wie das Lied von Eskimo Callboy. Wow. Was? Wow. 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 Der ist ja tot. Ja, stimmt. Stimmt, der Original Wow ist tot. Aber dafür sind sie jetzt umgestiegen, dass sie jetzt nicht mehr den alten Wow-Guy benutzen, sondern Owen Wilson als Wow-Guy benutzen. Denn der hat auch dieses Wow. Wow. Der so ein ähnliches Wow. Und darum nehmen sie jetzt Owen Wilson, denn Owen Wilson lebt noch. Und warum benutzt man nicht... Ach, egal. Weil der Alte eben tot ist. Und man die Toten noch ehren muss. Was glaubst du, warum es keine... wie heißt er nochmal? Was glaubst du, warum es keine Gabe the Dog Memes mehr gibt? RIP Gabe. See you in space, Papa. Aber es gibt doch Scatman Memes. Stimmt. Und der ist auch tot. Stimmt. Und der war schon tot, als diese Memes gemacht wurden. Ja gut. Ja gut. Da ist auch was dran. Außerdem gibt's Hitler-Memes. Und der außerdem ist auch... gibt es auch Stalin-Memes. Na, bei Hitler weiß man ja nie genau, ob der jetzt tot ist oder nicht. Aber mittlerweile ist er sowieso tot. Mit der fortschrittlichen Nazi-Technologie. Ich meine, du musst dran denken, die wohnen ja auf der dunklen Seite des Mondes. Ja. Dann ist es und haben da ihren... Dann ist es doch bestimmt auch möglich, dass... ihren Hauptrechner, der die Leistung... Die weniger Leistung als ein iPhone bringt. Ja, ja. Ja, aber du musst dran denken. Bereits in Wolfenstein 3D wurde gezeigt, dass Hitler in Wirklichkeit ein Cyborg-Nazi war. Ja, natürlich. Ja, und als Cyborg-Nazi lebt man deutlich länger. An den Kung Fury hast du gelernt, dass Hitler durch die Zeit reisen kann. Das stimmt, das auch. Er wurde unfreiwillig durch die Zeit gesendet, durch Thor. Ja, aber es ist möglich. Ja. Wir sind übrigens an dem Punkt angelangt, wo ich mich verlaufen habe. Das ist unpraktisch. Hast du dich immer noch verlaufen? Definitiv. Verdammt. Aber das sieht richtig aus, wo ich hier bin. Hoch, komm im Dunkeln, bloß nicht zu nah! Ist das Rape? Aber ich dachte, deswegen gehen junge Mädchen in den Club. Nein. Am I right? Am I right? Warum tragen sie sonst Yoga-Hosen? Nein, die Yoga-Hosen sind nur die Pommes-Panzer, die tragen. Wer war das, der das Wort Pommespanzer so oft benutzt hat? Und seitdem benutze ich das auch. Das voll ich weiß es nicht mehr. War das Ricky? Okay. Ich weiß es nicht mehr. Warum sind hier so viele Trainer? Ich will nicht die nächste Folge auch noch hier in der Höhle anfangen. Ich möchte nicht. Lasst mich alle. Dann musst du eben zwischen dieser und nächster Kann Folge... Ich kann mich hier vorbei sneaken. Yay! Sneak Level 100. Oh, da geht's raus. Vogel C ist jetzt abgekackt. Vogel C war ein bisschen vergiftet. Leicht. Die Frage ist, wenn man jetzt mit ihm mit einem Trank heilt, oder wobei, nee, man kann ihn doch wahrscheinlich jetzt... Kann man ihn jetzt mit einem Trank beheilen? Oder weil... du hast gesagt, dass du in deinem Leben noch die Pokémon gespielt hast. Nein, kannst du nicht. Ja, stimmt, wenn er ausgenockt ist, muss man ihn erst wiederbeleben. Da brauchst du einen Beleber oder ein Pokémon-Center. Ja. Ansonsten könnte man ja theoretisch jetzt einfach wieder direkt zurück zur Gesundheit
zur Gesundheit verhelfen. Mozi ist dead. Und dann wäre nicht mehr vergiftet. Ja, aber das geht ja so nicht. Ich weiß. Das not compute. Das not compute. Computer says no. Computer sagt nein. Aber du kannst ja die Geschichte erzählen, als du in der Höhle dich verlaufen hast. Uff. Ja. Also ich war mal in so einer Höhle unterwegs. Und dann hast du dich verlaufen. Ende. Oder dachte ich, war einmal ein hässlicher Blaubarsch. Der war so hässlich, dass alle gestorben sind. Ende. Nein, also ich bin mal in einer Höhle rumgelaufen und ist mir irgendwann aufgefallen. Oh nein. Ist das die Exit? Yes! It is, aber da war ein Item. Nein, da war ein Schild. Wups, hubidubdub. Felstunnel, Azuria Whoop. City, Lavandia. Whoop. Felstunnel, Scoopidi. Immer noch Azuria Whoop. City, Lasagna. Lasagna. Wow. Taxi einmal nach Lasagna, bitte. Top Atta. Doing, doing. Der Top Ether. Der Schutz wirkt nicht mehr. Ja, den brauche ich hier ja auch nicht mehr. Ich will nur ganz kurz meine Pokémon heilen. Doing. Bevor wir uns da um die Trainer kümmern. Whoopity Scoop. Kennst du diese Musik? Scoopity. Kennst du diese Musik, die da läuft? Ich glaube schon, war es nicht diese. Ja. Die angeblich Kinder depressiv gemacht hat. Nein, das sind Fakten. Sind Fakten. Das sind Fakten, aber das war auch nur in der Originalversion, deswegen. Ja, gut, stimmt. Also in Grün, in der ersten japanischen Edition. Stimmt, da kam das vor. Und die wird jetzt ein bisschen abgeändert. Jetzt gibt es ganz, ganz spannende Sachen dazu dün, von mir. Dün, 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 dün. Ganz, ja. Interessante was die Geschichte. Frequenzen angeht und so und wie die das menschliche Gehirn beeinflussen können. Das ist wahnsinnig interessant, wenn man sich das hat sehr viel mit Psychologie zu tun. Nein, das ist Biologie. Und Psychologie, beides. Ja, die Frequenzen sind ja das, was dein Hirn beeinflussen. Und das ist low-key auch ein bisschen Physik. In der Tat. Das ist alles. Das ist auch Philosophie. Alles ist Philosophie. Die Frage ist nicht auch gleichzeitig alles nichts. Also ist Philosophie nicht auch gleichzeitig nichts? Ja, alles ist gleichzeitig auch nichts und nichts ist alles. Oh no. Das ist sehr philosophisch. Oh no. Sollte ich etwa auch anfangen, Philosophie zu studieren? Ich glaube nicht. Gut. Ich weiß nicht, ob das so zu dir passen würde. Ich denke eher nicht. Ich würde es wahrscheinlich nicht zu ernst nehmen. Und das hat dann am Ende... Heute unter Dinge, die wir besser lassen. Philosophie studieren. Ja, so, harte jetzt. Drogen konsumieren. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist der Plan? Was können wir schon machen und was machen wir jetzt schon? Wir können nach Prismania City. In Prismania City können wir die Arena machen. Okay. Und in Prismania City können wir einen Donnerstein kaufen und Onigiri entwickeln. Und wir können uns Fliegen schnappen. Dann würde ich sagen, gehen wir da zuerst hin. Können wir zurück nach... dann müssen wir das Team Rocket Hauptquartier in Prismania City machen. Okay. Dann bekommen wir das Sylph Scope. Okay. Dann können wir zurück nach Lavandia, können uns da die Pokeführte schnappen, kriegen dann Relaxo aus dem Weg und können dann nach Fuxania City. Perfekt. Das klingt schon mal nach einem Plan. Ah, wir können auch von Prismania City aus nach Saffronia City, weil wir da ein Getränk kaufen können. Und da werde ich dir auch gleich noch, beziehungsweise später dann, zeigen. Da gibt es eine Stelle, wie man sich hardlocken kann. Okay. Heißt, wie man sich das Spiel so verbauen kann, dass man es unter keinen Umständen mehr schafft, den Spielstand fertig zu spielen. Oh. Ja. Bist du sicher, dass du das machen möchtest? Na, ich werde es nicht machen, aber ich werde dir zeigen, wie das geht. Okay.
Außerdem kann man im Notfall ja davor speichern. Aber es geht auf jeden Fall darum, dass es ist durchaus möglich. Es ist nicht nur an einer Stelle. Was passiert denn dann? Wird dann einfach das Spiel corrupted oder? Nein, du kommst halt nicht mehr weiter. Oh. Ja gut. Du kommst halt nicht mehr in die Stadt rein. Also unter keinen Umständen, aus keiner Richtung kommst du in die Stadt rein. Okay. Und in der Stadt ist eine Arena und du brauchst den Orden davon, um in die Liga zu kommen und das Spiel durchzuspielen. Uff, ja gut. Gut, es ist ultra hart, sich da hart zu locken. Es ist kein normaler Mensch würde das hinkriegen, weil es einfach, du musst das schon absichtlich machen. Aber wie jeder weiß, sind Gamer keine normalen Menschen. Alter, sondern Übermenschen. Wach auf! Ah, du wirst die ganze Zeit angeheult. Wake up! Ja, aber jetzt geht's ja an den Level. Da hab ich so viele Heule abgekriegt, dass wir keinen Schaden mehr machen. Goddammit! Dead. Nice. Sweet Crits. Oh nein! Hör auf, Sandy, ich meine zu Pipi. Hör auf! Gut, Freunde, dann würde ich sagen, soll es erstmal gewesen sein mit Pokémon Rot. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Jan, und lasst ein Däumchen nach oben, der wird mich sehr freuen. Yeah, Daumen hoch ist immer toll. Und lasst einen Sub da, wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt. Bis dahin. Yay. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.